Hallo und herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations, Gezeiten der Habgier. Und wir nähern uns jetzt im Sauseschritt dem Satellit. Machen direkt. Was tun Sie? Oh. Da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie so tapfer sind, in unser Gebiet zurückzukehren. Oder ist das etwa nicht Tapferkeit, sondern Dummheit? Nein, also Dummheit ist es auf gar keinen Fall. Sie sind Fall. Eindeutig nicht durch Dummheit an diesen Punkt gelangt. Richtig. Ist mir ziemlich egal, was Sie mit den Anzügen des North River Unternehmens gemacht haben. Aber es muss gut gewesen was? Sein. Wir sollen das Vigor-Syndikat auszahlen. Oh. Sie wollen uns also dafür bezahlen, dass wir uns raushalten? Okay, so. Und los geht's. Weil im Moment sind da wenig Jäger und sowas. Von daher müssen wir die Gunst der Stunde nutzen, weil gleich wird's da richtig abgehen. So, die stellen sich jetzt auf. Könnt ihr das Ganze vielleicht ein bisschen schneller machen, bevor da das halbe Vigor-Syndikat zur Stelle ist? Das fände ich jetzt echt klasse. Ja. So, weil Erreiche wir haben hier System. Auch alles rot. Windfall. So. Genau. Und die greifen jetzt diese Station an, weil da drauf befindet sich besagte Person, die wir killen sollen. Und ja, diese Kailin oder Kailin Motoli. Und hier ist im Moment noch nichts los. Also ich hatte das letzte Mal, da war dieser ganze Pulk, war da oben und keine Chance. Also da habe ich die schießt so schnell verloren. Von daher... Gucken wir mal, dass das jetzt funktioniert. Weil wenn wir das schaffen, sind die Vigors auch nicht mehr böse auf uns. Also ihr seht, die fallen wie die Fliegen. Ja, aber... die Station eben auch. Ich bleib einfach erstmal hier. Ich hoffe, ich habe meine Geschütze aus. Ja. Nicht, dass die einfach auf alles schießen, was bei zwei nicht über den Berg ist. Ich werde mich auch mal hier so ein bisschen. Hinter das Tor. So, und dann gucken wir einfach erstmal, was da passiert, weil jetzt kommt der Rest. Wir sind da aber schon bei 67. Weil da kommt jetzt natürlich das halbe Syndikat, ne? Die Schieß sind mir eigentlich egal. Es ist nur wichtig, dass wir es schaffen, diese Station zu zerstören. Das ist wichtig. Die Schieß können wir ersetzen. Weil da kommen jetzt ganz viele, aber sie kamen halt relativ spät. Weil sobald diese Station zerstört ist, steigt komischerweise wieder unser Ansehen. Weil die Vigors haben dann alle Angst vor uns. Ja. Macht weiter, Jungs. Ihr schafft das. 96. Wir haben erst 4 verloren. Really? Okay. Ja, weil hier, guckt mal. Oh, guck mal, was da ankommt.
Und die waren das letzte Mal schon alle hier und da hatte ich angegriffen, da hast du keine Chance mehr. Oh, eins. Boom, zack. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Wieso, weshalb, warum das so ist, I don't know. 94, wir haben 6 verloren und einige, die. Der hat noch 1% Hülle. Die arme Mutz. Wo bist denn du? Du arme Sau. Ja, so, geschafft. Das Vigor-Syndikat erkennt, dass sie es ernst meinen. Das Danke. neue Management ist der Ansicht, dass es sich nicht lohnt, diese Angelegenheit Der weiterzuführen. Ansicht bin ich Auch auch. ihr finanzieller Beitrag hat sehr geholfen. Seien Sie versichert, dass dieser Konflikt, soweit er uns betrifft, beigelegt ist. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Wup, wup, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Also wie gesagt, ohne Schleuniger, entsprechende Windfall 4, Ausrüstung, wie auch Auroras Traum. immer man diese Station zerstören möchte, es gibt ja verschiedene Wege, muss man entsprechend vorbereitet sein. Also wenn man jetzt eben das Spiel gestartet hat mit dem Plot, wird das echt schwierig. Also muss man schon wirklich lange, lange spielen, bevor man sich halt entscheidet, damit man eben in der Lage ist, das durchführen zu können. Also das finde ich auch, wie gesagt, ein bisschen unglücklich gemacht. Weil, wenn ich jetzt mal bedenke, ich habe letztes Jahr angefangen, X4 zu spielen mit dem, Terraner DLC. Und der Plot war ja wirklich, also ich finde den Pio-Plot, dieses Genesis, finde ich Autopilot wirklich, eingeschaltet. wirklich, einen angenehmen Spielstart für jemanden, der neu in X4 ist. Ja, aber wenn jetzt jemand mit diesem Start hier startet, dann hat er das echt schwierig, weil das ist wirklich ein Problem. Dieser Abfall Erreiche des Rufs Windfall 4, Auroras in Traum. Verbindung mit dem Zerstören der Station ist dann wirklich schwierig. Vor allen Dingen, wenn man sich hier schon eine Station zum Beispiel aufgebaut hat in der Zeit, ja, die wird dann zerstört, ne? In dem Moment, wo man dann minus 15, minus 20 wird, wird die Station schlichtweg zerstört. Ah. So, ich würde sagen, wir lassen die mal hierher fliegen. Die werde ich dann im Off alle durch gehen und reparieren lassen und ein paar neue bestellen. Das können wir aber jetzt, glaube ich, noch nicht, weil wir müssen erst wieder tatsächlich unseren Ruf abholen. Ach, da ist die arkadische Bestrebung, da ist ein Maestro. Wir müssen uns tatsächlich wieder den Ruf abholen, weil ihr seht, es ist wieder alles gesperrt. Ja? Also das müssen wir dann auch noch, aber wir haben jetzt erst noch ein Rendezvous mit Lee? North River? Autopilot Nicht wahr? ausgeschaltet. Astrid. Hi. So. Ich mache die mal auf aktiv. Die brauchen wir am Anfang. Und wir gönnen uns jetzt mal eine Astrid, würde ich sagen. Geschwindigkeit anpassen. Pause. Einmal speichern. Einmal speichern. So. Sicher ist sicher für den Fall, dass es nicht klappt. Vorher immer speichern. Speichern ist der beste Freund in X4. Definitiv. Ich rede heute auch wieder so viel. Ich weiß gar nicht, ich bin heute so. Hi! Sie hätten sie doch anschließen sollen, als sie noch die Chance hatten. Nö. Nehmen wir jetzt noch auf. Geschwindigkeit anpassen. Man muss immer mal ein bisschen die Waffen abkühlen lassen, leider. Wo fleucht er denn jetzt hin? Bleib doch hier, Junge. Was, dein Schild war schon halb down?
Hallo, du sollst dem hinterher. Super, weißt du, jetzt ist sein Schild wieder voll, nur weil das Schiff nicht reagiert. Du wieder. Also mein Schiff steckt tatsächlich die Angriffe gut weg. Geschwindigkeit anpassen. Warum machst du das denn nicht? So, und wenn dann gleich sein Schild relativ down ist, muss ich direkt die Geschütze oben ausschalten. Ganz wichtig. So, ich muss mal ganz kurz... Mein Schild sieht gut aus. So, ich muss mal ganz kurz. In der Zeit lädt er halt auch wieder auf. Nein. So, er ist ausgestiegen. Hi, Bailey. War schön, dich kennengelernt zu haben. Arschkriecher. So. Das Schätzchen ist unsers. Also diesen Moment muss man echt abpassen. Weil ab dem Moment, wo die Schilde von der Astrid down sind, ist sie so schnell kaputt. So, wir gucken da oben direkt hinterm, sehr gut, perfekt, dann stehen wir mal auf und machen uns mal ein nettes Geschenk, würde ich sagen. Nemesis, Angreifer. Das haben wir verdient. So, upsa. So. Wir haben schon die richtigen Sachen ausgerüstet. So, zack. Und wir sind stolzer Besitzer einer Astrid. Astrid. Undock erlaubnis. Moins. Moins, 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 moins. Also Lee hat uns die natürlich, also ganz selbstverständlich, freiwillig zur Verfügung gestellt, ne? Würde ich sagen. Oder? Ja, schon, hat er. Ne? Wo ist eigentlich der zweite Astrid? Da. Können wir uns die nicht auch noch holen? Versuch, mach klug. Oder geht das jetzt mit der nicht mehr so einfach? Wartet mal. Pause. Die Frage ist natürlich auch, ob da nicht eine Flut kommt oder so. Aber wir überschreiben erstmal das. Also bisher hat alles gut geklappt. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. So, weil dann versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Und zwar teleportieren wir uns in die Nemesis. Haben wir nicht in der Nemesis? Haben wir da nicht hier... Den einen, den wir das letzte Mal aufgesammelt haben. Genau, arbeite woanders für mich. So, du bist jetzt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Kapitän der Astrid. Und wir? Nemesis, Angreifer. Fliegen jetzt. Noch zu der Astrid. So. Autopilot. Go, Gadget. Und dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Mir geht es nicht darum, zwei Astrid zu haben. Klar, zwei Astrid, schick. Aber mir geht es einfach darum, dass wir diesen Würstchen, diese Schiffe wegnehmen. So ihr ganzer Stolz, so ihr,
ihre ganze Dekadenz unterm Hintern wegziehen. Da habe ich Bock drauf. Und wir probieren das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich hoffe, da ist gerade keine Flut oder keine Flut im Anmarsch oder sonst was. Dann haben wir halt gelitten. Aber ich will das probieren, auf jeden Fall. Wir machen das Ganze nochmal. Weil er, Bosotar sagte ja auch, dass das quasi bei der Schiffsklasse so ist. Und es sind ja beides die Schiffsklassen. Er hat ja nicht gesagt, dass es nur einmal funktioniert. Ja? Er hat gesagt, dass das nur bei einer bestimmten Schiffsklasse funktioniert. Und das ist die Astrid. Ja. Von daher probieren wir das Ganze jetzt einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ich würde vielleicht noch einmal kurz vorher schnell speichern. Boah, ist das wieder eng hier alles. So. Wir kommen zwei Manticores. Die kommen nicht, wir haben die überholt. Ja, das steht auch noch dann an, ne? Ich würde gerne dann hier ein Habgier auch... Ach so, wir müssen ja erst noch den Bauplan kaufen. Dafür müssen wir bei den Sturmflutstreichern aber erst Rang 20 sein, damit wir den Beschützer- und Schildgenerator kaufen können. Und wenn wir den haben, dann würde ich gerne auch hier eine Schrottstation machen. Aber andererseits wäre es natürlich auch sinnvoll, da oben zuerst Machtbereich oder so, eine zu bauen, auch wenn ich da keine Ahnung, wie viel Strom brauche. Wieso hat die denn jetzt den Autopilot ausgeschaltet? Wir haben da 100% Sonne immerhin, also nicht weniger. Das finde ich schon mal ganz gut. Eingeschaltet. Astrid. So, dann fliegen wir eben noch kurz zu Astrid. Und dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Ich hab Bock drauf. Das Problem ist dann halt nur, wenn... wenn die Flut kommt. Autopilot ausgeschaltet. Nicht, dass uns hier was zerbrutzt, aber ich will es einfach probieren. Versuch, macht klug. Und warum eine, wenn man noch zwei haben kann? Und vor allen Dingen den North River Brüdern. Da dann noch einen von Latz knallen kann mit. Hey, sag mal. Treff ich den nicht doch? Ja, nö. Jetzt haut der schon wieder ab. Der hat schon wieder kein... Der hat kaum Schild. Ich muss auch diesmal echt aufpassen. Oh, dass ich den nicht kaputt schieße, ne? Warum haut der denn jetzt ab? Komm doch her, du Wurst. Gibt's nicht, ey. Haut der echt ab? Haut die Wurst echt ab? Ich sehe nichts. Aber es macht doch nichts. Wir müssen gar nichts sehen. Oh, wir müssen nur aufpassen. Wäre halt cool, wenn ich das nochmal schaffe. Wir müssen nur halt echt, jetzt ist er nämlich gleich. Oh nein, nein, nein. Nein, nicht das. So, jetzt hat es aber doch wahrscheinlich schon wieder Schild aufgebaut. Ja, wir müssen nur echt. Magst du echt nicht aussteigen? Nein, er mag nicht aussteigen. Na egal. Dann haben wir es aber trotzdem wenigstens zerstört. So. Die Rache hat gut getan. Oder habe ich einfach nicht mitgekriegt, dass er ausgestiegen ist? I don't know. Egal. Hauptsache, er ist weg. So. Lee dümpelt jetzt irgendwo in seiner Rettungskapsel im All rum. Und Brand... ist Asche.
Von daher, alles gut. Alles okay. Ich habe irgendwie nicht dieses Fling gehört, dass der ausgestiegen ist. Ich kann mich aber auch getäuscht haben, aber ist egal. So. Ja, so, damit wäre der Plot jetzt, glaube ich, beendet. Ja. Ach, wir müssen ja noch hier Belohnung und so Quatsch Rang abholen. Ja, müssen wir. Das müssen wir jetzt tatsächlich auch noch tun. Weil ich muss ja wieder ein paar Schieß kaufen. Dass meine 100er Flotte komplett ist. Das ist wichtig. Denn wir haben ja da unten wieder noch ein kleines Tete-a-Tete. Ich werde dann im Off. Ach, wisst ihr was? Ich kann hier eigentlich. Die ist ja noch im Bau, ne? Ich hol mal die Erl hier runter. Beziehungsweise die muss da noch nicht mal andocken. Reicht, wenn die dahin fliegt und wartet. So. Dann werde ich nämlich da mal wieder eine Regel vorschieben. Dann muss ich halt auch gucken, dass ich zwischenzeitlich noch ein paar Verteidigungsstationen baue. Hier und da und dort. Ketzers Untergang. Ne, da kommen die nicht ran. Grausamer Vorstoß sind hier, aber hier haben wir ja auch die Terraner stark am Hebel. Die haben sich ja Getsufune schon geschnappt. In der Leere haben wir eigentlich auch die Terraner, die da für Ordnung sorgen. Von daher finde ich die zwei jetzt nicht so schlimm. Hier die elenden Himmel machen mir Sorgen. Man müsste halt hier dann echt eine Schrottstation hinbauen, ne? Weil da ist auch immer Party bei elenden Himmel. Oh. Ach, guckt. Und wie geht's meiner Station? Hülle 100%. Ja, nice. Ja, ich habe 200 Verteidigungsdrohnen und 265 Reparaturdrohnen. Auf der Verteidigungsstation. Aber ihr seht, es funktioniert. Und ich hoffe, sie kämen auch mir noch mit dem klar. Jetzt seht ihr ja auch schon mal wieder, was hier für Loot ist. Ja, und so ging das die ganze Zeit im Bau. Von daher, also das hat schon rentiert. Wo ist denn... Aber meine Sammelbiene ist noch da. Ja, die hat sich nur... Die hat sich nur geparkt. Alles klar. Ja, cool. So, dann holen wir uns jetzt erstmal die Beförderung, würde ich sagen. Undock-Erlaubnis erteilt. Dann holen wir uns jetzt noch unsere Beförderung. Und dann können wir wieder Schieß kaufen. Plot beendet. Dann haben wir quasi... Hallo, Schiff. Dann haben wir quasi beide Plots... Beide neuen Plots jetzt komplett durchgespielt. Den Piratenplot und den Abgeblot. Jawollo. Angedockt. Wie schaut's eigentlich aus mit der Forschung? Wir sind. Das Schiff. Suchen und sammeln Sie doch bitte die benötigten Materialien, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. Das hatte ich jetzt ganz aus den Augen verloren. Wir brauchen ja hier noch eine Modifikation. Und die massereiche Teleportation müssen wir dann auch noch erforschen, aber das ist alles nicht das Problem. Wie schaut es denn hier aus? Oh, 306 Credits, das ist nicht viel. Spielen wir mal ein bisschen was drauf. So, dass er hier die Sachen kaufen kann, die er so braucht. So. Tag. Still heute, der Kleine. Er ist so still. So.
Dann holen wir uns mal unsere Beförderung ab. Ach, hier direkt durch. Okay. So. Na, da haben wir es doch gut geschafft. Und wir haben die zweite Astrid leider nicht bekommen. Aber ich denke mal, man kann die auch bekommen. Also wenn ich es jetzt noch ein paar Mal probiert hätte, hätte man sie vielleicht gekriegt. Aber wie gesagt, eine Astrid reicht. Und mir ging es echt nur darum, den Schön Typen... Sie zu sehen, Freund. Ihr wisst schon. Viele von uns haben ihre Arbeit mit großem Interesse beobachtet. Ach so, ich darf ja nichts drücken. Und möchten sie dafür belohnen. Daher freue ich mich, sie als Zeichen unserer Wertschätzung mit einem neuen Rang auszuzeichnen. Auf einmal. Natürlich werden wir sie auch mit Vorteilen belohnen. Und eine halbe Stunde wolltet ihr mich killen. Diese Vorteile sind an ihren Rang gebunden, sodass sie verloren gehen, falls sie sich gegen uns wenden sollten. Angesichts der Tatsache, wie sie uns in der Vergangenheit geholfen haben, sehe ich das jedoch nicht als echte Sorge an. Ich hoffe, sie finden diese Belohnung passend zu ihrer geleisteten Arbeit und können das Beste draus machen. Oh, und Sie können damit rechnen, dass einige unserer Organisationen Sie in naher Zukunft um Hilfe bitten werden. Noch einmal, wir wissen sehr zu schätzen, was Sie bisher für uns getan haben. Wir freuen uns darauf, in Zukunft weiter mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Machen Sie es gut! Machen Sie es besser. So, das zweite Mal. Ja, weißt du, jetzt redet er noch so und vor, keine Ahnung, halbe Stunde, 20 Minuten wollte er mich hier, haben sie noch ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt, weißt du? Schleimer. Naja. Gut, dann haben wir das alles erledigt. Ich würde sagen, ich kümmere mich im Off um meine Schieß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.